So, wir schauen in die USA. Eine berührende Geschichte haben wir nämlich aus den Vereinigten Staaten. Dort macht gerade eine Millionenspende den Ort Hinsdale im Bundesstaat New Hampshire bekannt. Denn dort hat ein Mann gelebt, der vermeintlich doch eher in ärmlichen Verhältnissen gelebt hat. Jetzt hat er seine Heimatstadt aber eine großzügige Geldspende nach dem Tod hinterlassen. Ja, und erst als er starb, kam eben dieses Geheimnis ans Licht. Die ganze Geschichte hat Luisa Stangl für Sie. Jeffrey Holt führt ein einfaches, fast schon unscheinbares Leben. Als Hausmeister kümmerte er sich um einen Wohnmobilpark in Hinsdale, ein 4000-Einwohner-Örtchen im US-Bundesstaat New Hampshire. Nur selten verließ Jeffrey die Stadt, wohnte in einem einfachen Häuschen mit wenig Möbeln, hatte keinen Fernseher oder Computer. Und obwohl er mal als Fahrlehrer tätig war, besaß er selbst kein Auto, war stattdessen am liebsten auf seinem Rasenmäher unterwegs. Jeffrey war ein interessanter Mensch. Er war sehr wortgewandt, aber er hatte auch einige ungewöhnliche Eigenschaften oder andere Eigenschaften. Er war keiner, der die Arbeit vernachlässigte. Er kam einfach und tat, was er tun musste. Aber er wollte die Kosten für ein Auto nicht auf sich nehmen. Und das, obwohl sich Jeffrey jedes Auto hätte leisten können. Denn als er im Sommer mit 82 Jahren starb, wird sein größtes Geheimnis gelüftet. Jeffrey Holt war Multimillionär. 3,8 Millionen Dollar hatte er auf dem Konto. Sein gesamtes Vermögen, so steht es in seinem Testament, vermachte er an die Stadt Hinsdale. An die Millionen kam Jeffrey durch kluge Investitionen. Als Jeff merkte, dass er ein paar Millionen Dollar auf der Bank hatte, wusste er nicht, was er damit machen sollte. Das Einzige, was ich zum Abschied zu ihm sagte, war, dass er sich an die Stadt Hinsdale erinnern solle. Und offenbar kam das bei ihm besser an, als ich erwartet hatte. Ich war etwas verblüfft, als ich herausfand, dass das gesamte Geld an die Stadt ging. Das Geld soll Bildung, Gesundheit und Kultur in Hinsdale zugutekommen. Ein erster Vorschlag ist, die kaputte Kirchenuhr zu reparieren. Die Stadt will die Millionen in jedem Fall sparsam verwenden. So wie es auch Jeffrey Holt sein ganzes Leben lang getan hat.